Hallo? Ja. Gut, soll ich dann einfach anfangen? Gut, mein Name ist Anatol Stefanovic. Ich bin jetzt zum zweiten Mal auf der Open Mind und von Haus aus bin ich Sprachwissenschaftler. Und in diesem Jahr spreche ich auch tatsächlich über ein sprachwissenschaftliches Thema. Ich habe in letzter Zeit versucht, so ein bisschen meine Forschung und meine politischen Interessen und das alles irgendwie wieder ein bisschen näher zusammenzukriegen. Mal gucken, ob mir das gelungen ist. Und worüber ich sprechen möchte, ist Sprache und die Wichtigkeit von Sprache. Ich habe das formuliert unter dem Titel Sprache und Plattformneutralität. Das war eigentlich nur ein Trick, um den Vortrag hier angenommen zu bekommen. Aber der hat natürlich auch, da steckt tatsächlich auch etwas Substanz dahinter. Ich möchte eine sozusagen Warnung aussprechen, die ich auch mehrfach wiederholen werde während des Vortrags, falls Leute später in den Stream einschalten oder später hier reinkommen. Ich spreche natürlich über sexistische Sprache, rassistische Sprache und sprachliche Darstellung von Gewalt. Und deshalb verwendet dieser Vortrag auch rassistische Sprache und sexistische Sprache. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich muss ja sagen, worüber ich rede. Da kann ich auch nicht mit Abkürzungen arbeiten oder mit Sternchen, denn dann würde man eventuell denken, dass ich über die Sternchen oder über die Abkürzungen rede. Das heißt, hier, wenn ich über Wörter rede, dann stehen die halt so da, wie sie auch benutzt werden. Das Entscheidende ist, glaube ich, was häufig unterschätzt wird, weil in jeder Diskussion, wo es irgendwie um Sprache geht, kommt jemand und sagt, ach, das ist doch nur Sprache, lass uns doch nicht über die Sprache reden, das Wichtige ist doch, wie es eigentlich ist. Aber wie es eigentlich ist, das lässt sich nicht trennen von Sprache. Sprache ist gleichzeitig das Ergebnis kultureller und gesellschaftlicher Prozesse. Das heißt, die wird ja geformt durch den Diskurs im Prinzip. Dadurch, dass eine ganze Sprachgemeinschaft, alle Mitglieder der Sprachgemeinschaft reden, entsteht Sprache, verändert sich Sprache. Und das, was wir heute haben, ist das Ergebnis von einem sehr langen Prozess. Wie lange genau das Sprache schon gibt, weiß man nicht, aber wir können es auf jeden Fall zurückkonstruieren auf 10, 20, 30.000 Jahre. Wahrscheinlich gibt es schon 50.000 Jahre. Und das ist ja sozusagen nichts verschwindet sehr schnell aus der Sprache. Das heißt, alles, was da einmal drin ist, das ist erstmal drin und das ist sehr träge. Und das ist natürlich deshalb ein Problem, weil Sprache gleichzeitig auch die Plattform ist, auf der kulturelle und gesellschaftliche Prozesse ausgeführt werden. Denn Sprache ist das einzige Medium, das letztendlich tatsächlich dazu dient, um Kultur, um Gemeinschaft und um jede Art von menschlicher Interaktion zu transportieren. Und das heißt, jede Eigenschaft, die dieses System mitbringt, muss bedacht werden, wenn man Sprache verwendet, um zum Beispiel Dinge verändern zu wollen oder um überhaupt über Dinge zu reden. Es gibt so eine sehr naive Vorstellung davon, wie Sprache funktioniert. Wenn man jetzt erstmal ein einfaches Wort nimmt wie Hund, dann ist sozusagen die Idee, ja, das Wort Hund bezieht sich halt auf eine bestimmte Art von Tier, und das ist das. Und da gibt es irgendwie so eine Art direkte Beziehung zwischen dem echten Hund und dem Wort Hund. Und deshalb ist im Prinzip auch völlig egal, welches Wort ich jetzt nehme. Solange jeder weiß, dass ich diesen Hund meine, ist es eigentlich völlig egal, wie ich über diesen Hund rede. Das ist aber eine sehr vereinfachte Darstellung, die auch überhaupt nicht den tatsächlichen sprachlichen und psychologischen Mechanismen entspricht. In Wirklichkeit bezeichnet das Wort Hund eine bestimmte Wissensstruktur. Das ist sozusagen so eine Art Name für eine bestimmte Wissensstruktur, die wir haben über einen bestimmten Teil der Welt. Nämlich, dass es Säugetiere gibt, die sind so klein bis mittelgroß, die sind sehr anhänglich, häufig, die sind wachsam, die haben gutes Gehör und einen guten Geruchssinn, die können aber auch beißen und bellen. Es gibt ganz viele verschiedene Rassen davon, man hält die gerne als Haustiere. Das ist das Wissen, was wir haben, was mit dem Wort Hund bezeichnet wird. Und dieses Wissen ermöglicht es uns dann, eine bestimmte Instanz oder irgendeinen Teil der Wirklichkeit zu erkennen als etwas, was wir als Hund bezeichnen können. Das heißt, hier gibt es keine direkte Verbindung. Und das ist eigentlich die entscheidende Einsicht, weil dadurch, dass es keine direkte Verbindung gibt zwischen dem, über das ich rede, und der Art, wie ich darüber rede, bekommt die Sprache, bekommt das Wort und das, was damit gemeint ist, einen zentralen Stellenwert in der Perspektivierung der Welt. Ich kann dasselbe Tier hier. Ich ja, weiß jetzt auch nicht, warum. Ich kann dieses selbe Tier ja auch als Welpe bezeichnen. Wenn ich
die Bedeutungskomponente jung noch mit dazu nehmen möchte. Das heißt, ich habe jetzt zwei verschiedene Wörter, die dasselbe Tier bezeichnen, aber natürlich unterschiedliche Bedeutungen haben. Und wenn ich das nicht als Welpe bezeichne, sondern als Hund, dann blende ich halt einen Aspekt aus, nämlich das Alter. Genauso könnte ich sagen, es ist ein Rüde. Ich weiß das jetzt nicht tatsächlich. Ich habe das Bild ja nur aus der Wikipedia geklaut. Ich weiß nicht, ob das ein Rüde ist oder nicht, aber ich könnte es ja einfach als Rüde bezeichnen und würde dadurch Wirklichkeit schaffen. Wir würden jetzt uns das Alter alle vorstellen, dass das ein Rüde ist. Hat das Merkmal männlich und ich kann vor allem auch Dinge kommunizieren, die eigentlich gar nichts mit dem Bezeichneten selber zu tun haben. Ich könnte das auch als Köter bezeichnen. Das bedeutet dann, dass ich persönlich dieses Tier als abstoßend hinstelle. Also auf jeden Fall ist klar, dass ich das nicht mag. Wenn man sich das klar macht, sozusagen, wie diese Wissensstrukturen eben eigentlich durch Wörter bezeichnet werden und nicht die Dinge selbst, dann wird auch klar, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, welche Wörter wir benutzen, um über etwas zu reden. Hier ist zum Beispiel eine Person, um jetzt ein etwas sozusagen mit dem Thema langsam anzunähern, die könnte ich bezeichnen als Soldat, als Freiheitskämpfer, als Rebell, als Aufständischen, als Widerstandskämpfer, als Partisan, als Untergrundkämpfer, als ungesetzlichen Kombattanten, seit einigen Jahren gibt es diesen Begriff, oder als Terrorist oder auch noch als viele andere Dinge. Und damit könnte ich jeweils dieselbe Person bezeichnen, aber da stecken natürlich auch irgendwo Wissensstrukturen dahinter, die ich jetzt nicht genauer aufschlüsseln will. Damit bezeichne ich natürlich nicht direkt die Person, sondern ich bezeichne sehr viel mehr als nur die Person. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Sagen wir mal, ich bezeichne diese Person als Partisan. Partisan bezeichnet in etwa diese Wissensstruktur hier. Das ist jemand, der kämpft, bewaffnet, aber außerhalb der regulären Armee, Mitglied einer Gruppe ist, man kann kein Einzelpartisan sein oder sowas, man kämpft aus dem Hinterhalt und man kämpft gegen einen Feind von außen. Das ist das, was Partisanen ausmacht. Das heißt, indem ich eine Person als Partisan bezeichne, sage ich erstens diesen Inhalt über diese Person und die Person wird sofort auf eine bestimmte Art wahrgenommen natürlich. Und ich kommuniziere außerdem eine ganze Menge an Informationen, die gar nichts mit dieser Person direkt zu tun haben. Ich bezeichne ihn als Mitglied einer Gruppe, das heißt automatisch, dass ich präsupponiere, dass es auch noch andere Kämpfer gibt, der gleichen Art. Wenn der außerhalb der regulären Armee kämpft, dann muss es auch eine reguläre Armee geben, sonst könnte ich ja niemanden als Partisan bezeichnen. Das heißt, irgendwo gibt es eine reguläre Armee. Wenn die Partisanen gegen einen Feind von außen kämpfen, das heißt, da muss auch noch einen Feind geben, also noch eine zweite Armee. Und da der Feind von außen kommt, muss es auch eine Grenze geben, die dieser Feind bereits überschritten hat. Das heißt, das alles kommuniziere ich mit, indem ich diese eine Person als Partisan bezeichne. Und das ist natürlich klar, dass ich durch ein einziges Wort hier einen gesamten Hintergrund mit kommunizieren kann, für den ich aber erstmal nicht verantwortlich bin. Ich habe ja nichts davon gesagt. Das steckt halt alles in diesem einen Wort mit drin. Das heißt, jedes Wort bringt ein ganzes Modell über die Wirklichkeit mit sich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass viele Wörter, weil ich ja, wie vorhin gesagt habe, weil die Sprache ja sich durch die Zeit entwickelt, bringen viele Wörter historischen Ballast mit. Und der kann in dem Fall Partisan sehr, sehr unterschiedlich sein. Also für mich, ich denke bei dem Wort als erstes immer an Jugoslawien und an Kommunisten, die gegen die deutsche Besatzung gekämpft haben, weil meine Familie aus Jugoslawien kommt und wir in der Familie Menschen haben, die Partisanen waren. Das heißt, für mich ist das die erste Assoziation. Ich weiß natürlich, dass es auch noch andere sein können. Das kann zum Beispiel auch im Baltikum sein. Da gab es eher rechtsgerichtete Kräfte, die gegen die sowjetische Besatzung gekämpft haben. Oder man kann vielleicht auch daran denken, dass im Nationalsozialismus in Osteuropa sozusagen ein Partisanenkrieg behauptet worden ist, den es erstmal gar nicht gab, damit man dann jeden missliebigen Zivilisten als Partisan anklagen konnte und wie einen Soldaten dann halt oder wie einen Kämpfer umbringen, ohne groß sich dafür zu rechtfertigen. Das heißt, all das sind Assoziationen, die man mit dem Wort Partisan haben könnte. Ich denke, bei diesem Wort ist klar, dass es keine dominante Assoziation gibt, aber trotzdem kann es natürlich einzelne Situationen geben, in denen man sich überlegen muss, ob irgendwelche historischen Dinge hier aktiviert werden. Bei anderen Wörtern ist es anders. Die haben sehr klare, sehr dominante historische historisches Gepäck, was sie mitbringen und das gilt es dann auch zu bedenken. Gut, das war sozusagen die Vorbemerkung, um einmal klarzumachen, wie Wörter überhaupt funktionieren und was die potenziellen Probleme sind. Was sind jetzt die tatsächlichen Probleme? Ich will anfangen mit Wörtern, ich will dann hinterher mehr über Grammatik reden, aber fangen wir mal mit Wörtern an.
Wenn wir über verschiedene Bevölkerungsgruppen reden, und ich rede jetzt erstmal hier nur über Männer, über die männliche Variante, die Frauen kommen dann später dazu, dann fällt auf, dass manche Leute zum Beispiel als Schwarze bezeichnet werden. Relativ neutral kann man auch nicht in jedem Kontext benutzen, aber gilt in vielen Kontexten als relativ neutral. Das gilt per se vielen Menschen noch nicht als rassistisch direkt, zum Beispiel jemanden als Schwarzen zu bezeichnen. Andere Leute werden als Asiaten bezeichnet. Das halten wir auch für relativ neutral. Der ist halt ein Asiate und so nennen wir den. Dann wird viel über Moslems oder Muslime geredet und was die so wollen und was die so machen und ob die beleidigt werden dürfen oder nicht und ob die demonstrieren dürfen oder nicht. Wieder andere Leute werden als Schwule bezeichnet und so weiter. Ich könnte jetzt noch fortfahren, aber gucken wir uns mal diese vier Wörter an. Und dann ist ganz interessant, vor allem wenn wir uns die ersten drei erstmal angucken, dass hier jeweils völlig unterschiedliche Kriterien benutzt werden, um eine bestimmte Gruppe von Leuten zu bezeichnen. Also warum werden Leute mit einer bestimmten, sehr, sehr vage definierten Ethnie als Schwarze bezeichnet und andere als Asiaten? Warum werden die nicht als Gelbe bezeichnet? Wurden sie ja mal, ist aber nicht mehr, macht keiner mehr und keiner wundert sich, warum. Warum werden nicht umgekehrt Schwarze als Afrikaner oder Amerikaner oder was auch immer sie eben sind bezeichnet? Warum reden wir über einen bestimmten Kulturraum über die Religion? Warum bezeichnen wir einen gesamten Kulturraum? Warum bezeichnen wir die Leute von dort als Moslems? Wir bezeichnen ja die Asiaten auch nicht als Buddhisten. Nicht alle Leute aus dem Kulturraum, der sozusagen als muslimisch gilt, sind Moslems. Nicht alle Leute aus Asien sind Buddhisten, aber sie ja wohl genug, um zu sagen, ja, wir könnten sie aber eigentlich alle Buddhisten nennen. Das heißt, dieses ganz merkwürdige, in sich nicht stimmige System, um Leute zu bezeichnen. Und das Ganze ergibt erst dann Sinn und wir verstehen erst dann, warum das so ist, warum auf diese Art über verschiedene Gruppen geredet wird, wenn wir uns die jeweiligen Kontraste dazu angucken. Schwarze werden definiert im Kontrast zu Weißen. Asiaten werden definiert im Kontrast zu Europäern. Muslime werden kategorisiert im Kontrast zu christlichen Menschen. Schwule im Kontrast zu heterosexuellen Menschen. Und ich hatte ja gesagt, ich rede erstmal nur über Männer, also tatsächlich kommt auch noch die Komponente männlich dazu, das wird später noch klar. Das heißt, wir haben hier in der Mitte so eine Art Norm, die wird gar nicht ausgesprochen. Die ist selbstverständlich und aus der heraus kann sich das überhaupt erst erklären, warum es diese verschiedenen Begriffe für verschiedene gesellschaftliche Gruppen gibt, die jeweils ganz unterschiedliche Kriterien ansprechen. Der erste interessante Punkt ist nun, wenn umgekehrt Begriffe verwendet werden für diese zentrale Gruppe, zum Beispiel sowas wie Hete, dann empfindet man das als befremdlich, vielleicht sogar als beleidigend, wenn man das erste Mal hört, wenn man zum ersten Mal mit diesem Begriff konfrontiert wird und sagt, naja, du bist eine Hete, dann sagt man, wieso, ich bin doch kein, ja, vielleicht doch. Oder dass zum Beispiel viele muslimische Jugendliche, sicher nicht alle, aber viele, man hört das öfter in der Straßenbahn, wenn die sich über ihre deutschen oder nicht aus der muslimischen Welt stammenden Mitschüler unterhalten, dass sie die tatsächlich pauschal als Christen bezeichnen. Was ja auch sehr lustig ist, weil die meisten natürlich gar keine, also bestenfalls kulturelle Christen sind. Und auch das würde ich, glaube ich, als beleidigend empfinden. Wenn mich jemand als Christ bezeichnet, ja, oder Langnase, ja, aber stimmt doch, ich habe doch eine lange Nase, also was bist du da beleidigt, ist doch so. Kartoffel ist auch sowas, was man manchmal hört, ja, stimmt, ja, ich mag Kartoffeln tatsächlich sehr, also warum sollte man mich nicht so nennen? Habe ich noch einen, ja, oder Bleichgesicht, ja, das ist jetzt vielleicht nichts, was tatsächlich noch im Gebrauch ist, aber irgendwo ist klar, dass diese Dinge beleidigend sind oder beleidigend sein können, das versteht jeder, aber dass diese Begriffe da außenrum beleidigend sein können, das ist immer sehr schwer zu transportieren. Warum ist das so schwer zu transportieren? Naja, das ist, weil wir eigentlich gar keine Wörter haben für das, was da in der Mitte ist. Das nennen wir nämlich einfach ich oder wir oder auch einfach Mensch. Ja? Das ist das, was wir immer mit, das ist das, was wir als normal denken. Das braucht doch keine Bezeichnung. Der Schwarze braucht eine Bezeichnung, weil das das Deutlichste ist. Die Hautfarbe ist das, wo er am deutlichsten abweicht von dem, was doch normal ist für uns alle. Der Asiate, den könnte man gelben nennen, aber die Hautfarbe ist letztendlich doch nicht so anders. Naja, nehmen wir die geografische Region. Bei den Moslems ist es irgendwie der Glaube, der am deutlichsten Stereotyp sozusagen sich vielleicht unterscheidet von dem, was wir für normal halten. Und das heißt, wir haben hier so eine Art Grenze, die wir aufbauen. Und das wird alles mitkommuniziert durch diese Wörter. Es gibt so eine Art
Anderssein und es gibt ein Normalsein. Und das steckt in jedem einzelnen dieser Wörter drin. Und das alleine ist schon problematisch. Hier gibt es keine symmetrische Kategorisierung, sondern hier gibt es ein Ich, ein Wir, die normalen Menschen und dann gibt es Schwarze, Asiaten, Moslems, Schwule, Frauen und so weiter. Und das steckt in diesen Wörtern mit drin. Die Wörter kommunizieren eben nicht nur das, was sie bezeichnen, sondern auch ein Modell der Welt. Nur nochmal die Warnung wiederholt, falls jetzt Leute gerade erst in den Stream einschalten oder in den Raum kommen. Ihr habt es ja gemerkt, ich rede über sexistische und rassistische Sprache und muss sie deshalb hier auch verwenden. Was bei diskriminierenden Wörtern auch noch interessant ist, und das will ich kurz erwähnen, ist das, was man konnotative Leiter oder Euphemismus-Tretmühle nennt. Viele Wörter für solche Gruppen, über die ich gerade geredet habe, die nicht die Norm sind, die nicht das Normale sind, das Selbstverständliche, über das wir nicht reden müssen, die machen so eine Entwicklung durch, die müssen ständig ersetzt werden. Also im 15., 16., 17. Jahrhundert wurde die Gruppe, die heute vielleicht als Schwarze bezeichnet wird, als Mohren. Mohren wurden die genannt. Das Wort wurde irgendwann ersetzt durch das Wort Neger. Das wurde ersetzt durch Farbiger, so ab den 60er Jahren. Und schließlich durch Schwarzer. Und in letzter Zeit gibt es noch neuere Entwicklungen. Also es gibt so eine Tendenz, es gibt so einen Trend dahin, möglichst deskriptive Phrasen zu benutzen. Dunkelhäutiger Mensch oder Mensch mit dunkler Hautfarbe oder sowas. So deskriptive Begriffe, die nicht ein einzelnes Wort sind, sondern die sehr explizit deutlich machen, auf was man sich da gerade bezieht. Und es gibt auch so Selbstbezeichnungen, wie zum Beispiel POC für Person of Color. Zu denen sage ich gleich noch was. Das ist sozusagen, wenn man sich einen Referenten anguckt, eine Sache, über die geredet wird, wie sich sozusagen die Wörter entwickeln. Auf der anderen Seite kann man sich einzelne Wörter angucken. Ich habe hier mal das althochdeutsche Diorna genommen, das einfach nur junges Mädchen hieß. Zu mittelhochdeutscher Zeit hieß das Wort Dirne dann schon eine junge Dienerin. Und das Wort Dirne im Neuhochdeutschen bezeichnete Prostituierte. Das heißt, man kann sich auch ein einzelnes Wort angucken, dann sieht man von so Bezeichnungen für so marginalisierte Gruppen, dann sieht man, dass dieses Wort sozusagen so eine Art Verschlechterung der Bedeutung durchmacht. Und diese beiden Dinge sind natürlich das jeweilige Spiegelbild voneinander. Also weil die Wörter eben so eine bestimmte Entwicklung durchmachen, die sie irgendwann als nicht mehr akzeptabel erscheinen lassen, müssen sie durch ein neues Wort ersetzt werden. Im Mittelhochdeutschen ist das Wort Dirne für Mädchen dann durch das Wort Magd ersetzt worden, das in Neuhochdeutschen selber ein Wort für Dienerin geworden ist und durch die Diminutivform Mädchen dann ersetzt wurde. Das heißt, immer je nachdem, aus welcher Perspektive man sich das anguckt, entstehen diese Dinge. Warum sind die so? Die haben was damit zu tun, dass die Welt eine bestimmte Struktur hat. Wir haben bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Wissensstrukturen über die Leute, über die Menschen, die hier bezeichnet werden. Und diese Wissensstrukturen enthalten negative Bedeutungselemente und deshalb versuchen wir, die zu vermeiden, in höflichen Kontexten zumindest, und nehmen das nächste Wort. Nur weil die Wirklichkeit sich nicht nimmt das neue Wort natürlich sehr schnell die alte Bedeutung an, die eigentlich vermieden werden sollte. Das heißt, hier ist ein Problem. Solange die Wissensstrukturen, solange die Art, wie wir über etwas denken, sich nicht ändert, werden natürlich diese Wörter auch nichts ändern. Allerdings stimmt es nicht ganz, da komme ich gleich drauf zurück. Zusätzlich haben diese Wörter also zwei Probleme. So ein Wort wie Neger, das ist eins der Wörter, über das ich am häufigsten diskutieren muss, wo Leute sagen, ja wieso, das heißt doch einfach nur Schwarzer und das ist doch ein Schwarzer, der hat doch schwarze Hautfarbe, warum soll ich, das ist doch nichts Schlimmes, kann man doch ruhig sagen. Ja, das ist so ein Argument. Ja, das kann man eben nicht nur sagen, weil das völlig egal ist, was das Wort eigentlich bedeutet. Das Wort hat eine Geschichte hinter sich und während es vielleicht zu irgendeiner Zeit zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert als neutral gelten konnte, neutral natürlich nur in einer extrem rassistisch strukturierten Gesellschaft, hat sich sozusagen das, was als neutral empfunden wird, verschoben auf dieser Linie. Und inzwischen ist dieses Wort halt weit im negativen Bereich. Und das kann ich auch nicht wegdiskutieren, indem ich in Wörterbüchern nachgucke, woher das Wort ursprünglich kommt. Hinzu kommt, dass eben genau dieser historische Ballast, den ich vorhin schon erwähnt habe, hier nicht einfach verschwindet. Das Wort Moor, das ruft so eine Art kolonialistisches Hintergrundwissen auf. Das ist so ein exotischer Wilder, ein Hausdiener vielleicht, dem man einen Turban aufsetzt und den Kaffee servieren lässt. Ja, dieser Sarotti-Moor, der auf der Schokolade lange war, bis vor kurzem. Und die Firma wollte auch einfach nicht einsehen, dass das was Schlimmes ist. Ist doch nur ein Mann mit einem Turban, der den Kaffee bringt.
Das Wort Neger ist natürlich auch stark mit Sklaverei und später dann mit Bürgerrechtskämpfen, ist ja bis in die 60er Jahre hinein verwendet worden. Und das sind Konnotationen, die diese Wörter weiterhin mit sich tragen und die in diesem Fall sehr dominant und sehr eindeutig sind. Und die Tatsache, dass für irgendein Individuum, einen einzelnen Sprecher oder einzelne Sprecherin, dass die vielleicht sogar mit aller Ehrlichkeit behaupten, dass das Wort für sie aber diese Assoziation nicht hat, das bedeutet nicht, dass das Wort nicht auf der Ebene der Sprachgemeinschaft diese Assoziationen mit sich bringt. Das heißt, hier sehen wir, wie die Weltmodelle und der historische Ballast sozusagen zusammenspielen in einer Art sprachlicher Erneuerung, die ständig dazu führt, dass Wörter ersetzt werden müssen. Allerdings kann man das aufhalten, diesen Prozess, und zwar zum einen, indem man die zugrunde liegenden Kategorien hinterfragt. Das Wort Schwarzer kann auf jeden Fall genau denselben Bedeutungswandel durchmachen und könnte genauso eine Tabubezeichnung werden oder etwas, was überhaupt nicht mehr verwendet werden kann. Das Wort dunkelhäutiger Mensch hätte es schon sehr viel schwerer, diesen Bedeutungswandel durchzumachen. Warum? Weil das Kategorisierungskriterium, was ich verwende, das wird hier explizit benannt. Und dadurch kann ich das zum Beispiel weniger gut mit Stereotypen aufladen. Ja, so ein Wort wie Schwarze können gut tanzen, das erscheint vielen Leuten plausibel. Wenn ich sage, dunkelhäutige Menschen können gut tanzen, das klingt schon sehr viel merkwürdiger, weil man sagt, einen Augenblick mal, was hat denn die Hautfarbe mit dem Tanzen zu tun? Ja, das heißt, je expliziter ich bin, desto weniger leicht kann ich diese Wörter mit zusätzlichen Stereotypen aufladen. Blondinen sind dumm. Ja, das klingt plausibel. Also zumindest kann man ja mal drüber nachdenken, ob es so sein könnte. Wenn ich sage, Frauen mit hellen Haaren sind dumm, dann frage ich mich auch sofort, was hat denn IQ mit Haarfarbe zu tun? Ja. In anderen Fällen ist es so, es wird sich oft lustig gemacht über das Wort Mensch mit Migrationshintergrund. Das betrifft mich selbst nicht besonders stark, weil ich das in meinem Leben sehr gut hatte, aber ich bin auch ein Mensch mit Migrationshintergrund. Ich bin aber kein Ausländer und deshalb möchte ich auch nicht als Ausländer bezeichnet werden. Und Leute, die das Wort Mensch mit Migrationshintergrund lustig finden und albern finden und finden, dass das doch eigentlich gar nicht nötig wäre, die müssten mir dann mal sagen, was sie denn vorschlagen. Denn wenn die einzige Alternative das Wort Ausländer ist, dann betrifft mich das nicht. Ich bin kein Ausländer. Ich war nie Ausländer, ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass. Deutsch ist meine Muttersprache. Ja? Das heißt, zum einen ist es allein dadurch, dass man dieselbe Kategorie nimmt, aber sie einfach explizit macht, ist schon ein Teil der Gefahr gebannt. Weil ich mich jetzt jedes Mal fragen muss, ist es wichtig, dass der dunkelhäutig ist? Wenn nicht, warum sage ich das dann eigentlich? Ja? In dem Wort Schwarzer oder gar in dem Wort Neger, da steckt das mit drin. Da kann ich gar nicht anders. Da zwingt mich das, jedes Mal die Hautfarbe zu erwähnen, egal wie relevant die ist. Und in anderen Fällen, bei dem Ausländer, da musste man eben ein neues Wort schaffen. Man hat hier große Bevölkerungsgruppen, das hatte man schon vergessen, das ist nicht das erste Mal, dass es das in Deutschland gibt. Große Bevölkerungsgruppen, die von woanders kommen, die ihre Kultur eben 3, 4, 5 Generationen mit sich tragen, bevor sie irgendwann assimiliert sind. Bei mir ist es relativ schnell gegangen. Aber meine Großmutter war im Prinzip komplett unassimiliert. Und deshalb würde ich sagen, ich habe einen Migrationshintergrund, ich habe bestimmte Erfahrungen und bestimmte Sichtweisen mitbekommen, die hat man als Deutscher in 5., 6., 7., 8. Generation nicht mehr. Und das andere sind die Fremd- und Selbstbezeichnungen. Viele von diesen Bezeichnungen werden von außen auf die Personengruppen projiziert, aber es gibt auch immer Versuche, die sind auch alle nicht ganz unproblematisch, dass die Gruppen selber Begriffe finden. Und das ist auch etwas, was man durchaus ernst nehmen sollte und nicht immer sofort ablehnen und nicht sagen, ja, aber ich finde POC oder POC, das klingt albern. Das kann gut sein, dass man das findet. Aber wenn ein Teil der Leute, die wir als Schwarze bezeichnen, für sich entscheidet, dass das eine akzeptable Eigenbezeichnung ist, könnte man die ja einfach mal benutzen. Und das wird auch dazu führen, dass diese sogenannte Euphemismus-Tretmühle vielleicht ein bisschen unterbrochen wird, weil jedes Mal so eine Art Reflexion dabei ist. Das ist nicht mein Wort, was ich hier verwende. Deshalb kann ich vielleicht nicht machen, was ich will. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Also für Eskimo wird häufig gesagt, die soll man Inuit nennen. Aber viele Eskimo-Stämme sehen das tatsächlich anders und sagen, wir sind keine Inuit, das ist nur ein Stamm, über den ihr hier redet. Bei den Zigeunern ist das ganz,
ganz eindeutig. Da gibt es die Sinti, die eigentlich nur eine Untergruppe der Roma sind, die Jennischen, die überhaupt nichts mit den Roma zu tun haben. Und die verschiedenen Verbände, Sinti und Roma und jennischen Verbände, die sind auch alle sehr unterschiedlich darin, wie sie genannt werden wollen. Sie sind sich aber alle einig, dass sie nicht Zigeuner genannt werden wollen. Und in dem Augenblick, wo wir aufhören und in dem, was wir hier sehen, ist sozusagen, dass wir Leute, die nichts miteinander zu tun hatten, alle unter einen Oberbegriff getan haben. Und das können wir nicht mehr, wenn wir deren Eigenbezeichnung ernst nehmen. Kommen wir zum spannenderen Teil der Grammatik. Im Deutschen ist eine Sache sehr deutlich. Das Deutsche hat ein Nominalklassensystem, also alle Substantive, alle Wörter, die Gegenstände bezeichnen, fallen in eine von drei Klassen, die wir Maskulinum, Femininum und Neutrum nennen. Und dasselbe gilt auch für Abstrakta, also Wörter, die abstrakte Dinge bezeichnen. Die müssen auch alle in eine dieser Klassen fallen. Und was relativ klar ist, ist, dass das an der Stelle erstmal nichts mit Geschlecht zu tun hat. Also der Löffel ist Maskulinum, ist ein Maskulinum, aber der Löffel ist natürlich nichts Männliches, nichts spezifisch Männliches. Die Gabel ist nichts spezifisch Weibliches und das Messer ist nicht irgendwas Neutrales. Aber trotzdem müssen alle Wörter in eine dieser drei Kategorien eingeordnet werden. Tatsächlich ist es arbiträr in diesem Fall. Bei Abstrakta und bei Gegenständen, in welche Nominalklasse die fallen, hat nichts mit ihren Bedeutungseigenschaften zu tun. Es gibt eine sprachinterne Systematik, also man kann oft an der Lautstruktur ein bisschen vorhersagen, bei Lehnwörtern zum Beispiel, kann man oft an der Lautstruktur erkennen, in welche dieser drei Klassen die vermutlich eingeordnet werden. Wörter, die mit A aufhören, werden vermutlich fast immer in die Klasse der Feminina getan, egal was die in der Ursprungssprache vielleicht für ein grammatisches Geschlecht haben. Es gibt auch bestimmte Bedeutungsaspekte, aber das sind eher sowas wie Taxonomien, also Dinge, die unter einem gemeinsamen Oberbegriff stehen zum Beispiel, haben auch häufig dasselbe grammatische Geschlecht. Das heißt, es gibt eine sprachinterne Systematik, die hat aber nichts mit Geschlecht zu tun. Und es gibt auch keine Aktivierung von Geschlecht durch Genus in der Sprachverarbeitung. Also wenn ich das der Löffel höre, dann aktiviere ich keine männlichen Ideen oder die Gabel, dann weibliche Ideen in der Sprachverarbeitung. Das heißt, in der automatisierten Sprachverarbeitung lässt sich sehr gut zeigen, dass das tatsächlich nicht aktiviert wird. Anders sieht es aus bei strategischer Aktivierung. Wenn ich Versuchspersonen Aufgaben stelle, die sie in irgendeiner Weise zwingen, über das Geschlecht dieser Gegenstände nachzudenken oder dieser Abstrakta, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Dann spielt das grammatische Geschlecht durchaus eine Rolle. Und da sehen wir vielleicht den ersten Hinweis darauf, warum das grammatisches Geschlecht heißt und nicht einfach grammatische Kategorie oder sowas. Wenn man Kinder zum Beispiel bittet, Gegenständen Eigennamen zu geben, dann geben sie denen vor allen Dingen so ab dem 8. Lebensjahr ungefähr, ab dem 7., 8. Lebensjahr, geben sie Gegenständen relativ systematisch Namen, die sozusagen Männernamen oder Frauennamen sind, die das grammatische Geschlecht des Gegenstandes reflektieren. Das heißt, die Gabel würde halt dann Antje heißen und der Löffel würde Anatol heißen oder sowas. Ja? Das machen sie interessanterweise erst so ab 7, 8 Jahren, davor nicht. Das heißt, offensichtlich braucht es Zeit, bis diese sprachlichen Kategorien psychologisch so tief verankert sind, dass die tatsächlich auf diese Objekte übertragen werden. An der Stelle sieht man dann aber, sie sind mit geschlechtlicher Bedeutung aufgeladen, nicht mit irgendeiner Bedeutung. Genauso gibt es eine interessante Studie von einem, beides Psychologen, die haben sich Personifizierungen von abstrakten Eigenschaften in der Kunst angeguckt. So Dinge wie Gerechtigkeit oder Schönheit oder Tod oder solche Dinge. Und da gibt es sehr starke kulturelle Traditionen. Also viele von diesen abstrakten Eigenschaften werden häufig dargestellt als bestimmte griechische oder römische Göttin oder als Gott oder sowas, Gottheit. Aber zusätzlich konnten die zeigen, dass es einen klaren Einfluss gibt, statistisch signifikanten Einfluss der Frage, welches grammatische Geschlecht, welchen Genus das jeweilige Wort in der Muttersprache des Malers oder das waren, glaube ich, alles Männer, also des Malers hat. Ja? Wenn ich mir sozusagen jetzt Bilder von angucke, wo die Gerechtigkeit personifiziert wird, was war das zum Beispiel? Der Neid. Der Neid ist im Deutschen Maskulinum und wird dann tendenziell etwas häufiger als Mann dargestellt in der Kunst. Im Lateinischen war das Invidia oder ist das Geiz, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber da ist es auf jeden Fall ein Femininum und im Französischen und Spanischen auch, da wird es dann tendenziell als Frau dargestellt. Das heißt, in dem Augenblick, wo man anfängt, darüber nachzudenken und das zu reflektieren, kommt eben das grammatische Geschlecht und spielt eine Rolle.
Der zweite Grund, warum wir wissen, dass grammatisches Geschlecht nicht einfach nur irgendeine arbiträre Kategorie ist, ist, dass das bei Personenbezeichnungen anders funktioniert als bei Gegenständen oder Abstrakter. Es gibt zwar ein paar Personenbezeichnungen, die so ähnlich zu funktionieren scheinen. Also der Gast ist ein Maskulinum, obwohl das nicht nur auf Männer beziehbar ist. Es gibt kein Femininum dazu. Ein Gast kann ein Mann oder eine Frau sein. Eine Person kann ein Mann oder eine Frau sein. Ein Mitglied kann ein Mann oder eine Frau sein. Das heißt, hier sieht das erstmal so aus, als ob das dieselbe Beliebigkeit hätte, aber solche Wörter sind tatsächlich relativ selten und relativ schwer zu finden. In Wirklichkeit sind die merkwürdig, weil sie hier Lücken aufweisen, die ich hier erstmal so dargestellt habe, die die meisten anderen Wörter füllen. Ich kann hier, wenn ich so ein Wort habe wie der Gast, wenn ich sagen will, ob das ein Mann oder eine Frau ist, dann kann ich sagen, der männliche Gast oder der weibliche Gast. Das heißt, ich habe einen geschlechtsneutralen Oberbegriff und kann den durch attributive Spezifikation, also durch ein Adjektiv, als männlich oder weiblich darstellen. In anderen Fällen, bei dem Wort der Mensch zum Beispiel, kann ich das lexikalisch spezifizieren. Also der Mensch hat als Unterbegriff der Mann, das ist ein männlicher Mensch, und die Frau, das ist ein weiblicher Mensch. Das heißt, hier gibt es verschiedene Strategien der Geschlechtsspezifikation. Und das ist nur nochmal die Wiederholung, falls jemand jetzt erst in den Stream einschaltet. Und die funktionieren folgendermaßen. Gucken wir uns das erstmal bei der... Aber bevor wir uns das genauer angucken, ich nenne das hier geschlechtsneutral, der Mensch, aber tatsächlich gibt es gute Hinweise, dass selbst diese Wörter, für die es eben keine weiblichen Formen gibt, keine Alternativformen, oder wo die männliche und die weibliche Form, Alternativform, beide unterschiedlich sind von dem Oberbegriff, dass selbst diese Wörter irgendwie so interpretiert werden, wie das grammatische Geschlecht das nahelegt. Alle Menschen werden Brüder von Friedrich Schiller. Ja, das klingt völlig normal. Ein Mensch erschlug seine Frau und verwurstete sie. Das ist der erste Satz aus einer Kurzgeschichte von Friedrich Dürrenmatt. Das klingt auch, also klingt brutal und die Wurst möchte man nicht essen, aber der Satz an sich klingt grammatikalisch korrekt. Oder wenn man liest, die Zeugungsfähigkeit des Menschen nimmt ab dem so und so vielten Lebensjahr ab, dann klingt das auch normal. Alle Menschen werden Schwestern, klingt extrem merkwürdig. Selbst dann, wenn ich sage, ach so, ja, ich meinte aber nur die Frauen, dann würde man sagen, ja, wieso sagst du denn nicht, alle Frauen werden Schwestern? Alle Menschen werden Schwestern, das kann irgendwie, das geht nicht. Das klingt merkwürdig. Ein Mensch erschlug seinen Mann und verwurstete ihn. Wer würde hier Mensch als weiblich interpretieren? Ich glaube, wenn man ehrlich ist, wenn man den Satz zum ersten Mal hört, würde man sagen, na gut, dann muss das ein homosexuelles Paar gewesen sein, denn der Mensch kann hier keine Frau bezeichnen in diesem Satz. Der Mensch erschlug seinen Mann, aber ich komme da gleich drauf zurück. Auf dieses extra Problem kommt, ich komme da gleich drauf zurück. Die Gebärfähigkeit des Menschen, vielleicht klingt es nicht direkt merkwürdig, ich fand das klang merkwürdig und ich habe durch eine Google-Suche auch rausgefunden, das sagt tatsächlich, das ist sehr, sehr selten. Die Zeugungsfähigkeit des Menschen, da gibt es tausende von Google-Treffern, die Gebärfähigkeit des Menschen, da gibt es 2 Google-Treffer. Obwohl das eigentlich auch logisch ist, ne? Die Gebärfähigkeit, das ist doch klar, dass sich das dann nur auf Frauen bezieht, auf menschliche Frauen halt. Trotzdem klingt dieser Satz irgendwie merkwürdig, vielleicht nicht falsch, aber merkwürdig. Und das ist auch bei den anderen Wörtern so. Das ist nicht nur bei der Mensch so, sondern auch bei anderen Wörtern und zwar zu verschiedenen Graden. Das kann man immer mal so ausprobieren. Also unser Gast hat seine Frau mitgebracht, unser Gast hat seinen Mann mitgebracht. Die klingen für mich eigentlich beide viel, viel besser als der Mensch hat seinen Mann mitgebracht. Also unser Gast hat seinen Mann mitgebracht, ja, dann würde ich sagen, ach so, dann muss der Gast eine Frau sein. Ich persönlich, das muss man irgendwie natürlich auf breiterer Ebene machen, wenn man es richtig testen will. Der Vormund hat seine Frau mitgebracht, der Vormund hat seinen Mann mitgebracht. Weiß ich nicht genau. Klingt schon komischer. Der Prüfling, Häftling oder Flüchtling hat seine Frau mitgebracht. Klingt gut. Der Prüfling, Häftling, Flüchtling hat seinen Mann mitgebracht. Die klingen alle komisch. Jetzt kann man sagen, ja, aber ich könnte ja die grammatische Kongruenz wegnehmen und stattdessen ihren sagen. Aber das Interessante ist, das funktioniert auch unterschiedlich gut. Unser Gast hat ihren Mann mitgebracht. Ja, das geht. Der Prüfling hat ihren Mann mitgebracht. Der Flüchtling hat ihren Mann mitgebracht. Also die klingen für mich komisch. Zumindest stutzt man da kurz. Wie ist es umgekehrt, wenn ich so einen Satz nehme wie die Person? Also jetzt haben wir einen femininen Oberbegriff. Die Hauptfigur hat ihren Mann umgebracht. Die Hauptfigur hat ihre Frau umgebracht. Ja, das war für mich so, dass ich sage, gut, einen Augenblick, aber im Prinzip geht das. Die Reinigungskraft oder die Pflegekraft hat ihren Mann umgebracht. Die Reinigungs- oder Pflegekraft hat ihre Frau umgebracht. Jetzt denke ich wieder an ein lesbisches Paar und muss mich erst selbst korrigieren mental.
Die Versuchs- oder Vertrauensperson hat ihren Mann umgebracht, die Versuchs- oder Vertrauensperson hat ihre Frau umgebracht. Also das ist so eine Art Test, ja. Egal, wie man jetzt die einzelnen Sätze jeweils bewertet, so kann man im Prinzip jedes von diesen Wörtern daraufhin testen, wie geschlechtsneutral das wirklich ist. Und auch hier wieder kann man sagen, die Hauptfigur hat seine Frau umgebracht, klingt, finde ich, gut, die Reinigungskraft hat seine Frau umgebracht, die Vertrauensperson hat seine Frau umgebracht, die, finde ich, klingen alle deutlich besser als in die andere Richtung, ja. Ein femininer Oberbegriff, den man dann aber durch das Pronomen hier als männlich umdefiniert, das löst bei mir weniger Befremden aus als in die umgekehrte Richtung. Und wenn das allgemein ist, zeigt das auch, dass hier irgendeine Asymmetrie doch selbst in diesen Wörtern ist. Sowas Ähnliches auch, nur eine kurze Zwischenbemerkung. Hans ist ein zweiter Picasso. Marie ist ein zweiter Picasso. Wunderbar. Überhaupt kein Problem. Marie ist eine zweite Mutter Teresa. Klingt auch gut. Hans ist eine zweite Mutter Teresa. Klingt merkwürdig. Hans oder Maria singen wie ein junger Gott, kein Problem. Hans oder Maria singen wie eine junge Göttin, hier soll natürlich auch ein Fragezeichen davor sein. Da muss man sich jetzt wieder fragen, kann ich sagen, Hans singt wie eine junge Göttin, oder sage ich damit irgendwie mehr als nur? Ja, also auch hier sieht man wieder diese merkwürdige Asymmetrie. Es ist ohne Probleme möglich, eine Frau mit einem männlichen Vorbild zu vergleichen und zu sagen, die hat dieselben Qualitäten. Wenn ich das umgekehrt mache, wird es merkwürdig. Obwohl Mutter Teresa ist ja sofort klar, das steht für, aus irgendeinem Grund, steht das für Großzügigkeit und Selbstaufgabe und all diese Dinge. Das weiß jeder. Jeder weiß, wer Mutter Teresa ist. Aber Hans ist eine zweite Mutter Teresa. Klingt trotzdem so, als ob ich irgendwie auch was Gemeines über Hans sagen will. So, gucken wir uns aber nochmal jetzt, kommen wir mal zurück zu der Geschlechtsspezifikation. Diese lexikalische Geschlechtsspezifikation, die ist auch relativ selten. Es gibt relativ wenig Wörter, die einen Oberbegriff haben, der lexikalisch anders ist als die beiden Unterbegriffe. Viel häufiger ist dieser Fall hier. Der Pirat, die Piratin. Die Piraten, die Piratinnen. Das heißt, was wir hier haben, ist eine morphologische Geschlechtsspezifikation. Ich habe ein bestimmtes Morphem, eine Wortendung, die zeigt an, das ist hier die weibliche Form. Und in diesem Fall soll sozusagen der Oberbegriff in beiden Fällen, im Singular und im Plural, identisch sein mit dem jeweiligen Unterbegriff, der sich nur auf Männer bezieht. Ja? Der Pirat kann also heißen ein Mann oder eine Frau, oder das kann heißen ein Mann, angeblich. Das würde ich als pseudogeschlechtsneutral bezeichnen. Und da lasse ich mich inspirieren von Luise Pusch, auf die ein großer Teil dieses Mittelteils meines Vortrags sich stützt. Also das ist nur scheinbar geschlechtsneutral. Ich werde das auch gleich zeigen, warum. Dann gibt es noch diese Fälle, wo ich tatsächlich so Wörter habe, die aus Partizipien abgeleitet sind, aus Verben. Und die meistens tatsächlich nur durch den Artikel kann ich dann zeigen, ob ich über Männer oder Frauen rede. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende. Das Wort bleibt das gleiche. Es ist nur der Artikel. Das heißt, wir haben hier und die Vorsitzenden, also im Plural habe ich tatsächlich dieselbe Form für alle. Ja, die Vorsitzenden, das ist halt Plural. Ob das Männer oder Frauen sind, kann ich da nicht weiter dran erkennen. Das heißt, hier habe ich echte geschlechtsneutrale Begriffe, wobei auch wieder diese Stereotype natürlich, über die ich vorhin schon geredet habe, hier greifen könnten und sagen, Vorsitzende sind aber meistens Männer oder was auch immer. Hier habe ich eine grammatische Geschlechtsspezifikation und hier habe ich wieder diesen Fall, dass merkwürdigerweise der Oberbegriff identisch ist mit dem Begriff, der nur die Männer bezeichnet. Ja? Also habe ich auch wieder so eine pseudo-geschlechtsneutrale Form hier oben. Ist es denn so? Naja, dann wird uns erklärt, das ist das generische Maskulinum. Das ist halt so, das machen Sprachen so. Ist doch nicht schlimm, das ist ja nur, eine arbiträre Form. Die Wikipedia sagt, ein generisches Maskulinum ist eine verallgemeinernde, grammatikalisch männliche Bezeichnung. Aber wir wissen ja, wer die Wikipedia schreibt. Ich würde sagen, und ich glaube, ich habe das von Luise Pusch geklaut, vielleicht aber auch von jemand anders, aber ich finde es im Moment nicht mehr. Das generische Maskulinum ist die kuriose Hypothese, dass ein grammatisch und semantisch auf ein Geschlecht spezifiziertes Wort sein eigener geschlechtsneutraler Oberbegriff sein kann. Allerdings nur, wenn es sich auf das männliche Geschlecht bezieht. Ja? Das ist eine... Obwohl es viele Sprachen gibt, in denen behauptet wird, dass es ein generisches Maskulinum gibt, das ist eine sprachwissenschaftlich extrem seltene Situation. Die gibt es nämlich sonst nirgends. Es gibt keinen anderen Fall außerhalb des sogenannten generischen Maskulinums, wo ein Wort sein eigener Oberbegriff ist. Ja, das gibt es nicht. Wörter sind nicht ihre eigenen Oberbegriffe, können sie auch nicht sein, denn
das würde den Sinn eines Oberbegriffs komplett aushebeln. Das generische Maskulinum existiert aber nur als soziale Konvention, ich würde sogar sagen als soziale Fiktion. In der Sprachgeschichte ist das relativ jung. Erst ab dem 19. Jahrhundert findet sich in Grammatiken die Behauptung, dass hier dass die maskuline Form auch die neutrale Form sein kann. Wenn man in die ältere Sprachgeschichte hineinguckt, man denkt oft, ja, dieses immer die Männer und die Frauen erwähnen, Piraten und Piratinnen, das ist ja so eine neumodische feministische Sache. Nee, das gibt es schon im 16. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert. Das findet sich schon in ganz alten Manuskripten, was darauf hinweist, dass das generische Maskulinum als Idee dort nicht besonders weit verbreitet war. Was natürlich nicht heißt, dass das für jedes einzelne Wort so war. Es gibt Wörter, die hatten tatsächlich im 12. Jahrhundert, sagen wir mal im 13. Jahrhundert, die hatten keine weibliche Form, weil dieses In-Suffix, was wir heute benutzen, um weibliche Formen abzuleiten, selber relativ jung ist. Das wurde früher verwendet, um die Frau von jemandem zu bezeichnen. Der Müller und die Frau vom Müller ist die Müllerin. Die muss nicht wirklich Müller selber sein, die braucht gar nicht zu arbeiten, die kann sich zu Hause um die Kinder kümmern, sie ist trotzdem die Müllerin, die Doktorin, die Professorin, selbst bei solchen Dingen. Also das hieß eigentlich die Frau von und ist irgendwann zu so einer Art allgemeinem Suffix geworden, mit dem man weibliche Personenbezeichnungen ableitet. Und deshalb ist auch klar, dass bevor dieses Suffix entstanden ist, war das mit dem generischen Maskulinum sowieso nicht so plausibel. Und in der Sprachverarbeitung deutet alles darauf hin, ich habe hier eine Studie zitiert, zu der Literatur, die ich hier zitiere, sage ich am Ende noch was. Da deutet alles darauf hin, dass diese sogenannten generischen Maskulina in der Sprachverarbeitung zunächst als männlich interpretiert werden und dann uminterpretiert werden müssen, sobald der Text Hinweise liefert, dass das so nicht gemeint sein kann. Das heißt, es gibt da Reaktionszeitmessungen, die relativ klar zeigen, dass ein generisches Maskulinum, wo dann in der Folge über Frauen geredet wird, dass das die Leute irgendwie verwirrt einen Augenblick lang. Natürlich können sie das uminterpretieren, aber das ist nicht, weil das ein generisches Maskulinum ist, sondern das ist, weil die Leute wissen, dass über Frauen halt oft so geredet wird, als ob das Männer seien. Das ist aber eine Konvention. Das heißt nicht, dass das wirklich so verarbeitet wird, sondern ich muss das uminterpretieren auf dieselbe Art, wie ich uminterpretieren muss, wenn jemand was sagt und ich denke, ach, der meint das Richtige. Also wenn jemand sagt, ich hab mir deinen Polo geliehen und ich weiß aber, ich habe einen Golf, ja, dann kann ich auch sagen, er meinte sicher meinen Golf. Und genauso kann ich hier sagen, ach so, die sagen, die Kindergärtner liefen über den Bahnsteig, aber offensichtlich meinte er die Kindergärtnerin. Das heißt, dieser kleine Uminterpretierungsschritt, den kann man zeitlich messen. Nicht nur in dieser Studie, die ist nur methodisch besonders gut gemacht, sondern auch in vielen anderen Studien. Die interessanterweise größtenteils von Sprachwissenschaftlerinnen durchgeführt werden und die in der Sprachwissenschaft immer so ein bisschen schief angeguckt werden, weil es irgendwie nicht ernst zu nehmen ist. Und man weiß doch, dass das generische Maskulinum existiert. Das ist wieder nur die Warnung für die Leute, die jetzt erst in den Stream einschalten. So. Ja, aber ist doch nicht so schlimm. Ist doch nichts Schlimmes, eine Frau zu sein, oder? Also warum? Ja, das generische Maskulinum, kommen wir später drauf zurück. Ist doch eigentlich nicht schlimm, dass die Sprache immer über Männer und Frauen unterschiedlich redet, weil es ja nichts Schlimmes ist, eine Frau zu sein. Frauen sind halt anders, haben wir ja heute Morgen gehört. Und außerdem, wenn wir alle gleich sind, dann ist es doch erst recht nicht schlimm. Und deshalb finden wir so einen Text vielleicht erstmal nicht schlimm. Das ist jetzt eine Passage aus einer Kurzgeschichte von dem Schweizer, glaube ich, Volksdichter Gottfried Keller. Sie streckte wie zum Schutz flehend die Hand nach dem Gestirn aus. Da fasste jemand zärtlich diese Hand. Es war Don Correa, der vorsichtig an sie herangetreten und ihr dieselbe Hand auf den Mund legte, zum Zeichen, dass sie schweigen solle. Dann streifte er einen schimmernden Ring an ihren Finger und küsste sie schnell auf den Mund, worauf er ebenso ungesehen hinwegschritt, als er gekommen war. Ja, das ist ganz normal. Also warum habe ich das jetzt blau und rosa gemacht? So redet man halt über Männer und Frauen. Und das ist ja irgendwo auch relevant hier in dieser Szene, dass es ein Mann und eine Frau ist. Ist ja irgendwas Romantisches, was hier passiert. Zumindest aus Sicht des Mannes. Das erscheint uns deshalb normal, weil wir eben daran gewöhnt sind, dass im Pronominalsystem des Deutschen, also nicht nur in den Artikeln, die vor den Substantiven stehen, sondern vor allem auch in den Pronomen, das Geschlecht ständig mitkodiert wird. Wir können überhaupt über niemanden reden, ohne uns vorher zu entscheiden, ob wir er oder sie sagen. Es gibt da auch keine geschlechtsneutrale Alternative, wie das bei Substantiven häufig noch ist, dass wir versuchen können. Also bei den Pronomen spätestens ist Schluss. Wenn es jetzt so wäre, dass die Ethnie aber in den Pronomen kodiert wäre, ja, sagen wir mal, es gäbe Pronomen für Weiße und Schwarze, Witt und Neck, ja, und wir erfahren, das ist nämlich so in diesem Sinngedicht, das ist nämlich eine schwarze, ursprünglich Sklavin, die dieser Don Correa dann heiratet am Schluss. Ja,
also dieser Text ist doch grauenvoll, oder? Nick streckte wie zum Schutz flehend die Hand nach dem Gestirn aus, sie ist eine Schwarze, da fasste jemand zärtlich diese Hand, es war Don Correa, Dwight vorsichtig an Nick herangetreten und Nick ihm dieselbe Hand auf den Mund legte, zum Zeichen, dass Nick schweigen solle. Dann streifte Witt einen schimmernden Ring an Nicks Finger und küsste Nick schnell auf den Mund, worauf Witt ebenso ungesehen hinwegschritt, als Witt gekommen war. Das würden wir, glaube ich, alle als zutiefst rassistisch empfinden, obwohl ich sagen könnte, ja wieso, es ist doch eine schwarze Frau und ein weißer Mann, das ist auch wichtig für die Geschichte. Es ist ja noch nicht mal so, dass das irrelevant wäre für die Geschichte. Die ganze Geschichte dreht sich darum, dass dieser Don Correa seinen sozialen Status dann aufgeben muss, um diese schwarze ehemalige Sklavin zu heiraten. Trotzdem ist klar, dass eine solche Sprache als rassistisch zu bezeichnen wäre. Warum ist das dann in Ordnung, wenn man das mit der Kategorie Geschlecht macht? Gut, jetzt gibt es vielleicht noch einige, die sagen, nee, ist doch nicht, finde ich ganz normal und schwarz ist doch nichts Schlimmes und ich finde, so eine Sprache wäre okay. Deshalb habe ich mir noch einen anderen Text genommen, der ist von Thomas Mann, Tod in Venedig. Ich lese das jetzt nicht genau durch. Hier gibt es diesen Mann, der diesen Jungen beobachtet am Strand. Das kennen wir alle. Ich habe mich gefragt, womit könnte man den merkbefreitesten Leuten klar machen, dass die Einteilung in Männer und Frauen, die ständig gemacht werden muss, egal ob sie relevant ist oder nicht, dass das zumindest potenziell sexistisch ist. Und dann ist mir nichts eingefallen und dann habe ich natürlich eine Frau gefragt, nämlich Juliana Goschler, und die hat gesagt, nimm doch Penisgröße, das verstehen alle. Ja, also wenn wir ein Pronominalsystem hätten, das jetzt erstmal nur für Männer wäre und das Männer einteilt halt in welche, die einen großen Penis haben und welche, die einen kleinen Penis haben, ist doch nichts Schlimmes, ist doch ganz normal, kann man doch messen, ist doch ganz objektiv. Und, ja? Und ich glaube, wenn wir solche Texte ständig lesen müssten, wenn wir solche Texte ständig lesen müssten, ja. Ich denke, es ist klar, dass das ein großes diskriminatorisches Potenzial zumindest hat. Ja. Jeder wäre gezwungen, sich Gedanken um die Penisgröße der Leute zu machen, über die er redet. Aber letztendlich sind die geschlechtsspezifischen Pronomen, die wir haben, auch nichts anderes. Wir müssen uns nämlich auch ständig über die Geschlechtsorgane der Leute Gedanken machen, ob wir das wollen oder nicht. Ja? Ob wir darüber reden, was auf einer Konferenz erzählt wurde und was er gesagt hat und was sie gesagt hat. Ständig müssen wir überlegen, hatte der überhaupt einen Penis? Wenn nicht, können wir ihn ja nicht mit er bezeichnen. Und so weiter. Ja? Das heißt, nur weil wir sind daran gewöhnt, diese Kategorie Geschlecht ist auch nicht nur im Deutschen, sondern in vielen Sprachen der Welt ganz, ganz tief in die Grammatik eingebaut. Was übrigens ein interessanter Hinweis darauf ist, es gibt auch keine Sprache, in der es ein generisches Femininum gibt. Es gibt ein paar Behauptungen, aber die sind alle nicht besonders gut abgesichert. Wenn überhaupt, gibt es immer ein generisches Maskulinum. Und es wird auch in ganz vielen Sprachen, wenn eine Unterscheidung gemacht wird, eine semantische im Pronominalsystem, dann ist es immer als erstes die Unterscheidung in zwei Geschlechter. Manchmal gibt es noch dieses Dritte, dieses Neutrum, was dann manchmal für Kinder, manchmal nur für Sachen oder für Tiere oder sowas verwendet werden kann. Die wird immer gemacht in ganz vielen Sprachen. Das deutet darauf hin, dass das zumindest, und ich denke auch kulturell, so eine Unterscheidung ist, die als sehr, sehr selbstverständlich hingenommen wird. Wie kann man jetzt davon wegkommen? Und ich will jetzt nur am Schluss ein paar Gedanken zu einer gerechteren Sprache machen. Auf der Wortebene ist es eigentlich relativ einfach, wenn man mal aufhört zu bestreiten, dass Wörter überhaupt diskriminierend sein können, dann kann man das relativ schnell lösen, das Problem. Man kann sich einfach auf Wörter beschränken, die im aktuellen Sprachgebrauch als neutral empfunden werden. Und nicht mit den 60er Jahren oder mit der Oma und die Oma, meine Oma hat aber auch immer Neger gesagt und meinte das nicht böse, das ist ja egal, die Oma soll ja hier nicht reden. Im aktuellen Sprachgebrauch wird dieses Wort nicht mehr als neutral empfunden. Punkt. Also benutzt es nicht mehr. Man sollte versuchen, Wörter ohne historische Vorbelastung zu wählen. Das versteht sich eigentlich von selber. Es sei denn natürlich, es geht um diese historische Vorbelastung. Und dann ist es auch gut, dass wir plötzlich Wörter haben, die historisch vorbelastet sind. Das heißt, man sollte vielleicht auch vorsichtig sein, dass man die Wörter nicht komplett aus dem Diskurs entfernt. Aber natürlich bedeutet das, dass nicht jeder diese Wörter benutzen kann. Das ist auch was, was viele Leute nicht verstehen. Wenn Schwarze selber, zum Beispiel in den USA, sich das Wort Negro oder sogar das Wort Nigger zurückerobern, dann heißt das nicht, dass ich die auch so nennen darf. Die machen das selber, um auf einen Teil ihrer Geschichte hinzuweisen, der nicht ein Teil meiner Geschichte ist an der Stelle. Auch wenn ich das möchte, dass immer alles von mir handelt. Ich kann Wörter oder Begriffe nehmen, die zugrunde liegende Unterscheidung möglichst deutlich bezeichnen, weil ich mir dann eben immer Gedanken machen muss, ob die Unterscheidung wirklich relevant ist und wo angemessen
kann ich Eigenbezeichnungen bevorzugen. Ich sage hier, wo angemessen, weil es Eigenbezeichnungen gibt, von denen die bezeichnete Gruppe möchte, dass sie allgemein verwendet werden. Und dann kann ich die ja auch einfach verwenden. Warum soll man nicht höflich sein? Es gibt aber auch Eigenbezeichnungen, ich habe ja eben das Beispiel aus den USA genannt, wo das explizit nicht gewünscht ist. Und dann respektiere ich das auch einfach. In der Grammatik ist es sehr viel schwerer. Und das will ich einmal noch kurz an einem Ausschnitt aus der Satzung der Piratenpartei zeigen. Es gab vor einiger Zeit ja eine Reihe von Initiativen zu dem Thema, die ich nicht gestartet habe, weil ich damals noch kein Mitglied war, aber die auf einem Blogbeitrag von mir beruhen. Wenn ich mir diesen Text angucke, jeder Pirat hat das Recht, dem Gericht gegenüber einen Vertreter seines Vertrauens zu benennen, der seine Sache auf Widerruf vertritt und so weiter, das ist klar. Hier haben wir erstmal ein sogenanntes generisches Maskulinum. Interessanterweise auch hier ist eine Mitgliederversammlung Antragsgegner, das ist schon ein interessantes generisches Maskulinum. Mitgliederversammlung ist ja ein Femininum, also müsste es eigentlich heißen, ist eine Mitgliederversammlung Antragsgegnerin. Ja? Aber das zeigt einfach, wie stark dieses angebliche generische Maskulinum ist, dass das selbst da, wo es grammatisch nicht gerechtfertigt wäre, verwendet wird. Ja, und jetzt kann ich mich fragen, wie kann ich da rauskommen aus diesem Problem? Ich möchte mit einem ganz radikalen Vorschlag anfangen, den Luise Pusch vor vielen Jahren, mittlerweile mehr Jahren als mir lieb ist, oh Gott, das ist 1980 schon so lange her. Sie hat gesagt, nehmen wir doch einfach das Neutrum, wir haben es ja im Deutschen, behandeln wir einfach alle Wörter als Neutrum, die Personen bezeichnen. Jedes Pirat hat das Recht, dem Gericht gegenüber einen Vertreter seines Vertrauens zu benennen, das seine Sache auf Widerruf vertritt. Ja, also das Pirat schlägt sie als Oberbegriff vor und dann der Pirat und die Pirat, wenn es sein muss, wenn man das spezifizieren muss und dann nur grammatisch, keine Morphologie. Man kann sich ja sogar darüber streiten, ob das dann überhaupt nötig wäre. Ich kann auch sagen, das ergibt sich dann aus dem Kontext, aber das ist eine Möglichkeit. Das klingt verrückt und sie ist auch Luise Pusch, die eine sehr ernstzunehmende Sprachwissenschaftlerin, eine exzellente Sprachwissenschaftlerin ist, ein exzellentes Gespür für Sprache hat, analytisch brillant, ist im Prinzip ausgelacht worden ihr Leben lang. Es ist erst in den letzten Jahren, dass Leute ihr Werk wiederentdecken und sagen, so dumm war das ja doch alles nicht, ist natürlich vor allen Dingen für diesen Vorschlag, den sie selber auch im Prinzip nicht als ernsthaft durchsetzbaren Vorschlag präsentiert hat, sehr kritisiert worden. Aber so komisch ist es auch nicht. Es gibt Dialekte des Deutschen, zum Beispiel das Niederdeutsche, wo das zum Teil im Prinzip schon so ist. Ja, im Niederdeutschen sagt man de Mann oder de Frau. Das heißt, hier im Nominativ gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Maskulinum und Femininum. Das ist beides dieses reduzierte de, dat Kind, also ein Neutrum gibt es nach wie vor. Im Akkusativ und im Genitiv sieht man das noch, den Mann und de Frau und den Mann sin Kind oder de Frau er Kind. Da hat man noch Geschlechtermarkierung, aber im Nominativ ist sie schon verschwunden. Das heißt, es ist durchaus möglich. Die deutsche Sprache kann dieses diskriminierende grammatische System loswerden. Wenn es ein Dialekt kann, können es alle. Ich will auch darauf hinweisen, dass es andere Sprachgemeinschaften gibt, die etwas weniger ehrfürchtig vielleicht vor der langen Tradition ihrer Sprache sind, obwohl es auch nicht ganz ohne Konflikte abgeht. In Schweden zum Beispiel ist es seit vielen Jahren so, das Schwedische ist eine ganz interessante Sprache, die hat im Artikelsystem keine Unterscheidung zwischen Maskulinum und Femininum, also en Mann oder en Kvinna, ein Mann und eine Frau, das hat beides den Artikel en oder eben diese Endung mit en. Es gibt sozusagen nur diese gemeinsame Form für Maskulinum und Neutrum und Femininum und dann gibt es eine Form et für unbelebte Dinge. Das heißt, die Unterscheidung ist hier belebt, unbelebt im Artikelsystem. Ja? Genau. Genau, es gibt, genau, das ist Detmenske, wurde hier genannt. Das ist eine Diminutivform, die hat diese Verkleinerungsendung. Wörter, die Verkleinerungsendung haben, sind in fast allen Sprachen, fallen die sozusagen automatisch in die Klasse Neutrum, wenn es eine gibt. Das ist im Schwedischen auch der Fall. Im Pronominalsystem ist es nicht der Fall. Da gibt es Han und Hon für Männer und Frauen. Und es gibt aber seit vielen Jahren Bestrebungen, ein zusätzliches Pronomen hier einzuführen, das geschlechtsneutral ist, nämlich das Pronomen hen. Das wurde viele Jahre von Feministinnen in ihrem Diskurs verwendet. Das macht jetzt langsam seinen Weg in etwas breitere Diskursschichten. Es gibt jetzt Kinderbücher, die das verwenden. Es gibt erste Organisationen, die in ihren Richtlinien schreiben, dass alle ihre Mitglieder sich entscheiden können, ob sie han, hon oder hen angeredet werden wollen oder ob man über sie so reden soll. Also das ist jetzt sogar in die schwedische Akademiegrammatik, also sozusagen die Enzyklopädie, die
sowas wie das Institut für deutsche Sprache hier sozusagen in Schweden ist, die Normierung von Sprache macht, die haben dieses Wort jetzt aufgenommen. Woher das kommt, ist nicht ganz klar. Das kann sein, dass es ein Kunstwort war, dass man einfach gesagt hat, okay, wir haben H und N in beiden Fällen, nehmen wir doch einfach einen anderen Vokal und tun ihn in die Mitte. Es fällt aber auf, dass es im Finnischen das geschlechtsneutrale Pronomen hen gibt. Das Finnische hat im Pronominalsystem keinen Unterschied. Hen heißt tatsächlich auf Finnisch er oder sie. Das wird dort überhaupt nicht unterschieden. Und dass dieses finnische Lehnwort sozusagen Pate gestanden hat hier. Das heißt, auch in so einem Kernbereich der Grammatik wie dem pronominalen System ist Veränderung möglich. Und warum auch nicht? Es sind ja auch nur Wörter. Wenn ich auf das Wort Neger verzichten kann, warum soll ich nicht auf das Pronomen Han oder Hon verzichten können? Warum sollte ich das aber? Ja, und hier komme ich ganz langsam auch zum Schluss. Jetzt kann man sich ja fragen, ja, bringt das alles was? Ist es nicht letztendlich doch nur Sprache? Ich habe eine interessante Studie gefunden aus dem letzten Jahr, die sehr, sehr überzeugt ist, natürlich nur eine einzelne Studie, deshalb muss man das mit Vorsicht genießen, aber die meiner Meinung nach methodologisch relativ sauber zeigt, dass der Sprachtyp, wenn man Sprachen mit grammatischem Geschlecht vergleicht, mit Sprachen, die natürliches Geschlecht haben, das bedeutet, im grammatischen System gibt es keine Geschlecht, aber im Pronominalsystem, oder Sprachen, die überhaupt kein Geschlecht markieren. Wenn man das sozusagen diese zwei Gruppen nimmt, dann korreliert dieser Unterschied signifikant mit allgemeiner Ungleichheit. Sprachgemeinschaften, die Sprachen mit grammatischem Geschlecht sprechen, da ist die allgemeine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, der allgemeine Gender Gap Index, sehr viel höher als bei den anderen. Wirtschaftliche Teilhabe, also Gehaltsstrukturen, in welchen Berufen die vertreten sind und so weiter, ist in diesen Sprachen hinkt sehr stark hinter den Sprachen, die natürliches oder gar kein Geschlecht haben, und politische Teilhabe. Diese drei Dimensionen zeigen sich alle als signifikant korreliert mit sozusagen, wie da jeweils Männer und Frauen sich verhalten. Das ist sehr interessant, weil das hätte selbst ich nicht erwartet, dass man sowas tatsächlich nachweisen kann. Aber irgendwo ist es klar, wir reden über eine Gesellschaft und wir reden darüber, wie wir sie verändern wollen. Wenn wir das, was wir abschaffen wollen, und ich will jetzt nicht sagen, dass man das unbedingt abschaffen wollen muss, aber zumindest die Gehaltsunterschiede und so sollte man vielleicht abschaffen. Wenn man aber ständig die Unterscheidung, die man eigentlich abschaffen will, durch die Sprache forciert, dann ist es irgendwo auch nicht unplausibel, dass das das Denken blockiert und dass man dann doch sagt, ja, aber sie sind ja doch unterschiedlich, also können sie eigentlich doch nicht dasselbe verdienen und können eigentlich doch nicht. Und ja, während Sprachen wie das Finnische zum Beispiel, wo das überhaupt nicht kodiert wird, das einem vielleicht sehr viel leichter machen, einfach mal zu ignorieren, mit welcher Biologie oder welcher sozialen Rolle oder was auch immer, wie dann Geschlecht definiert ist, wenn man es hier zu tun hat. Wenn man das nicht will, und hier gehe ich jetzt sehr schnell durch, dann gibt es diese bekannten Strategien, separate Beitnennung, halt jeweils die männliche und weibliche Form nennen. Es gibt dann diese kombinierten Beitnennungen. Traditionelle Varianten sind sowas wie die Klammern, die sind inzwischen relativ ausgestorben. Schrägstriche oder eben die Binnenmajuskeln, die immer sehr viel Hass auslösen. Ja. Aus irgendeinem Grund ist es ganz schlimm bei solchen Wörtern, wenn man da drin, innen drin Großbuchstaben benutzt. Beim iPhone ist es kein Problem, aber dann gibt es kombinierte Beitnennungen in radikaleren Varianten. Es gibt da dieses Gender Gap zum Beispiel, ein Versuch zu sagen, ja, wir müssen Platz schaffen für zusätzliche Dinge außerhalb dieses binären Systems oder das Sternchen. Was ich hierzu sagen kann, ist, diese Dinge sind nicht uninteressant, aber die sind natürlich irgendwo auf die geschriebene Sprache beschränkt. Ich kann die natürlich nicht aussprechen, aber in der geschriebenen Sprache sind das sozusagen so orthografische Tricks, die so ein bisschen die Normalität stören sollen. Und ich möchte abschließen mit einem sehr interessanten Text, den ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen bin. Der lief irgendwie durchs Internet. Da hat eine Gruppe, die sich Reclaim Society nennt, die hat erstmal so ein Camp gesprengt mit ihrem etwas faschistoiden Verhalten. Ich sage nicht, dass die Intention dahinter so war. Und die haben die schreiben solche Texte hier. Und dafür sind sie extrem harsch kritisiert worden. Und am Anfang war ich auch etwas irritiert, aber inzwischen finde ich es eigentlich eher interessant. Und finde es auch da wieder interessant, dass meine erste Reaktion ablehnend war, obwohl ich mich für aufgeklärt halte. Und ich dann immer mehr überlegt habe,
Ja, also immer wenn die eine neue Person in ihre Texte einführen, dann schreiben die dahinter so Informationen wie Person, die als nicht weiß und frauisiert gelesen wird oder verantwortliche Person, die wir als typisiert, also als sozial, als Mann dargestellt und weiß lasen. Tobi positioniert sich als Person of Color im deutschen Kontext und wird typisiert gelesen. Unheimlich irritierend, aber eigentlich unheimlich interessant, weil uns das zeigt, wie viele zusätzliche Dimensionen wir immer als völlig gegeben hinnehmen. Ja, wir denken da gar nicht drüber nach. Wir sagen, nee, die heißt Lisa, ist eine Frau. Ja, also sie wird so gelesen. Das heißt, die machen noch nicht mal eine Aussage darüber, ob das tatsächlich biologisch eine Frau ist oder ob sie sich selber so sieht, sondern das ist jemand, von dem sie vermuten, dass die Gesellschaft sagen würde, das ist eine Frau. Und diese Art von störenden, von absichtlich störenden Diskursmarkierungen, die finde ich eigentlich sehr interessant. Da muss ich mich noch sehr viel genauer mit befassen. Aber das zeigt mal, wie viel Arbeit wir noch hätten, selbst wenn wir sagen, so eine Art binäre, obligatorische Geschlechtsreferenzen weglassen würden. Man kann ja noch dran denken, was da noch alles mit rein könnte. Ja? Cis oder transgendered, Klassenzugehörigkeit, was weiß ich. Lauter Dinge, die wir immer unausgesprochen lassen und die wir aus irgendeinem Grund für weniger wichtig halten als das Geschlecht. Aber das ist natürlich nur deshalb, weil das Geschlecht eben in der Grammatik so tief verankert ist, dass es uns als selbstverständlich erscheint. Hier ist ein kleiner Fehler, der den unterlaufen ist. Meine Zusammenfassung ist, die deutsche Sprache ist aktuell nicht gerecht. Wörter sind nie neutral, sondern transportieren Weltmodelle und historischen Ballast. Das generische Maskulinum wird nicht automatisch inklusiv interpretiert. Gerechte Sprache ist aber eine Frage der Plattformneutralität. Wenn alle auf gleicher Ebene zumindest miteinander reden können sollen, dann darf die Sprache nicht schon von vornherein Benachteiligungen einbauen. Und diese Studie, die ich eben erwähnt habe, Sprachgemeinschaften mit grammatischem Geschlecht, scheinen Probleme bei der gesellschaftlichen Gleichberechtigung zu haben. Ja, es gab ja diese Initiative, die sind leider alle gescheitert damals und es ist nur ein Satz eingefügt worden, dass Pirat hier nicht heißt, dass es nicht auch Frauen sein können oder sowas. Aber damit möchte ich schließen. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir mehr Mut von den Piraten erwartet. Luise Brüsch hätte sich sicher gefreut, wenn wir diese Form das Pirat einfach mal verwendet hätten. Ja. Ja, die Zugabe muss von euch kommen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer von euch zuerst sich gemeldet hatte. Wer als erstes das Mikrofon kriegt. Aber wir haben ja extra so eine Karenzzeit eingebaut. Also wir haben eine halbe Stunde bis zum nächsten und insofern gut. Können wir locker noch. Ich antworte immer ganz schnell, nur mit Ja oder Nein. Ich will aber keine Ja-Nein-Frage stellen. Ich bin da total neugierig. Bist du über die Linguistik zum Feminismus gekommen oder hast du dich vorhin schon mit den Themen beschäftigt? Also die Linguistik hat sich ja eine Rolle gespielt. Die ausschlaggebende Rolle, würde ich sagen, in meiner persönlichen Biografie sind meine drei Töchter. Also ich hab drei Töchter und das war es jetzt auch, also ich werde auch keinen Sohn mehr kriegen. Und naja, mir wurde plötzlich erstens klar, in was für einer Welt, also mir wurde das plötzlich klar, ich habe einen Anklang davon plötzlich wahrgenommen, in was für einer Welt die aufwachsen, zum Beispiel was Kinderbücher angeht, in denen eigentlich Mädchen, wenn überhaupt als Sidekick vorkommen, dann ist es schon gut, ja, wenn die überhaupt vorkommen. Und ich mache mir natürlich Gedanken darüber, in was für einer Welt die aufwachsen und was für Möglichkeiten die haben. Sollen. Das war was mich massiv sozusagen angefangen lassen hat, über so Dinge wie privilegierte Weltsicht und Normalität und Leute, die eben nicht in der Normalität leben, nachzudenken. Die Linguistik hat sich ja einen Teil dazu getan. Also ich habe Luise Pusch relativ früh in meinem Studium entdeckt. Meine Professoren haben alle gesagt, es ist nicht ernst zu nehmen, die ist
auch keine Akademikerin, hat die Universität verlassen, so als ob das sozusagen an sich schon ein Qualitätsmerkmal wäre. Und ein sehr interessantes Buch habe ich gelesen mal und lese das auch immer wieder gerne, das heißt Die Töchter Egalias von Gerd Brandenberg, in dem so eine Art sprachliche und gesellschaftliche inverse Gesellschaft geschildert wird, wo die Frauen eben das Sagen haben. Und ich würde sagen, wenn man das Buch liest und bereit ist, ein bisschen über sich nachzudenken als Mann, dann ist das vielleicht einer der größten Gefallen, die man sich tun kann, wenn man überhaupt eine ganz, ganz vage Idee davon kriegen will, wie das wohl ist, als Frau in einer männlich dominierten Gesellschaft aufzuwachsen. Das ist nämlich wirklich schmerzhaft, das zu lesen. Die Töchter Egalias. Ach so, zur Literatur. Ich habe eine Literaturliste, da sind alle Studien drauf, die ich zitiert habe, verlinkt womöglich. Die werde ich irgendwie online stellen und den Organisatoren den Link geben. Da steht das auch mit drauf. Ja. Da war noch eine andere Frage, ne? Ganz kurz, du meintest vorhin, man kann Gender Gap, Binnen-I, Gender Star, wie auch immer, nicht nur schriftlich widerlegen und nicht sprechen. Also es ist schon möglich, ein Gender Gap zu sprechen, finde ich. Es klingt natürlich immer ein bisschen komisch, von PiratInnen und ja. Von SpitzenkandidatInnen, KandidatInnen zu sprechen. Und man wird immer öfters mal doof dafür angeguckt. Aber ich finde, es ist trotzdem eine Möglichkeit, es auszusprechen und darauf aufmerksam zu machen. Ich habe mich da vielleicht etwas zu vereinfacht ausgedrückt. Also diese kurze Pause und dieser glottale Anlaut, den man vor das I setzt, das ist was man sprachlich machen kann. Das unterscheidet aber natürlich nicht zwischen Klammern, Schrägstrich, Sternchen oder Gap. Das ist sozusagen in der gesprochenen Sprache das Einzige, was man machen kann, um diese Doppelform anzuzeigen. Also was ich meinte, ist diese Unterschiede, die in diese unterschiedlichen orthografischen Konventionen, die damit vermittelt werden sollen, die sind in der gesprochenen Sprache alle weg. Ja. Diese Studie über die Korrelation zwischen Vorhandensein von grammatischem Geschlecht und gesellschaftlicher Gleichstellung, was für Sprachen sind da die Grundgesamtheit? Sind da alle Sprachen auf der Welt die Grundgesamtheit oder nur die indogermanischen Sprachen? Oder, Nein, das ist eine Stichprobe, die Autorinnen und Autoren, ich glaube, es ist eine gemischte Gruppe, versucht haben, repräsentativ zu ziehen. Sowas ist immer... Also es sind auch nicht indogermanische Sprachen dabei, mit anderen Worten. Müssen dabei sein, sonst würde man gar nicht genug zusammenkriegen. Also in den indogermanischen Sprachen ist das grammatische Geschlecht, in den romanischen Sprachen ist es überall komplett vorhanden. In den germanischen Sprachen unterscheidet sich das etwas, in slawischen Sprachen ist es auch vorhanden. Also man muss außerhalb dieses Bereichs gehen. Zu dieser Studie möchte ich sagen, das ist die allererste Studie überhaupt, die es in der Richtung gibt. Es ist sicher mit Vorsicht zu genießen, aber diese Forschergruppe oder Forscherinnengruppe hat einige Sachen richtig gemacht, die oft falsch gemacht werden. Und das stimmt mich optimistisch, dass es lohnenswert ist, das als Forschungsthema zu verfolgen. Die haben nämlich zum Beispiel eine Reihe von anderen Variablen mit in die Analyse reingetan, um zu gucken, ob das Geschlecht, das grammatische Geschlecht sich trotzdem durchsetzt. Das wird häufig nicht gemacht, wenn man ein bestimmtes Ergebnis haben will. Wenn ich nur einen Faktor reintue, dann kriege ich da öfter eine Signifikanz, als wenn ich natürlich geografische Lage und was die da alles mit reingetan haben. Das ist alles relativ genau dokumentiert. Die Studie ist relativ hochwertig, würde ich sagen, was natürlich nicht heißt, dass ein größeres Sample das nicht was anderes zeigen könnte, aber ja. Kann ich einmal? Ich würde gerne eben eine Frage aus dem Chat einwerfen. Wir haben ja auch Leute von außerhalb, die mal Fragen stellen möchten. Und zwar geht es hier um Satzungstexte vorwiegend. Wäre ständiger Plural nicht auch ein gutes und wenig kompliziertes Mittel, generische Maskulina zu vermeiden? Ein Plural an sich hilft noch nicht weiter, weil die Wörter, von denen eine weibliche Personenbezeichnung abgeleitet wird durch morphologisch, durch eine Wortendung, diese haben im Plural denselben Unterschied. Also die Piraten ist genauso sehr Maskulinum wie der Pirat. Bei diesen Wörtern, die aus Verben abgeleitet sind, Vorsitzender, Studierender, Studierende, Studierender, Vorsitzende, Vorsitzender und so weiter, da ist es so, dass im Plural tatsächlich das Geschlecht komplett verschwindet. Solche Wörter gibt es nicht für alle Dinge, da müsste man dann auch ein bisschen mutig sein und entsprechende Wörter einfach mal schaffen. Also Vertretender, Vertretende, Vertretender statt Vertreter. Also häufig ginge das. Wäre auch etwas befremdlich, aber Vorsitzender, da beschwert sich niemand drüber, was konventionalisiert ist. Ja. Okay.
Okay, dann fange ich mal an. Hier. Mir ist letztens zum ersten Mal aufgefallen, weil durch das Abgeordnetenhaus komme ich ja zum ersten Mal in die Situation, dass wenn ich Dinge sage, andere Leute diese Dinge mitschreiben. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal probiert, einen Redebeitrag im Plenum komplett im generischen Femininum zu sprechen. Was dazu führte, das habe ich dann gesehen, als ich den Protokollentwurf bekommen habe, dass durch den Protokolldienst sämtliche Male, wenn ich das generische Femininum benutzt habe, eben direkt gegendert wurde, also mit Slash. Das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil wenn ich das generische Maskulinum benutzt habe, ist das genau nicht passiert. Ja. Was mich halt auch jetzt zu der Erkenntnis bringt, das generische Femininum scheint irgendwie dann doch eher in der Lage zu sein, alle anzusprechen, als es das generische Maskulinum sein kann. Ja. Also, das ist richtig. In demselben Aufsatz, in dem Luise Pusch diese Idee mit dem das Pirat, das Professor, das Vorsitzender und so weiter vorschlägt, schlägt sie dann auch vor, und ich glaube, in einem anderen Aufsatz führt sie das dann relativ ausführlich aus, führt sie Argumente für ein generisches Femininum auf, die zum Teil polemisch sind, bewusst polemisch, das macht sie gern, und zum Teil aber auch sehr ernst zu nehmen. Und einer ihrer Hinweise, und den würde man in deiner Anekdote gut wiedererkennen, ist, dass die feminine Form, solange die durch so eine Endung abgeleitet ist, ja immer die maskuline Form beinhaltet, aber nicht umgekehrt. Das heißt, in der Tat, das ist ja irgendwo das, was der oder diejenige, die das da transkribiert haben, gedacht haben auch, dass das eben so eine Art enthaltende Funktion ist. Luise Pusch hat sehr gute Argumente dafür, warum generisches Femininum eine pragmatische, für die Männer sehr schwer zu tragende, aber durchaus zumutbare Lösung wäre. Also erstens würden die Männer vielleicht mal gezwungen, sich mit der Position auseinanderzusetzen. Zum Zweiten würde das sicher die privilegierte Position nicht gleich zum Zusammenstürzen bringen. Also wäre es eigentlich leichter erträglich. Und vor allen Dingen sagt sie noch einen Satz, den ich sehr gut finde. Sie sagt, wir machen hier feministische Sprachkritik, und das heißt, wir wollen eine sprachliche Gleichberechtigung für Frauen. Und es hat sich noch nie als sinnvoll erwiesen, wenn unterdrückte Gruppen die Interessen der Unterdrücker mit berücksichtigen. Also. Fand das auch super interessant, insbesondere nochmal tatsächlich den Aspekt, also früher hat Wittgenstein ja mal gesagt, die Grenzen unserer Sprache oder die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meines Denkens, was aber ja sich, glaube ich, sprachwissenschaftlich als Quatsch rausgestellt hat, weil man, glaube ich, in jeder Sprache eigentlich alles sagen kann. Das eben tatsächlich viel interessanter ist der Aspekt, was bin ich denn gezwungen preiszugeben, wenn ich spreche. Und das war halt in dem Fall, dass ich gezwungen bin, jetzt im Deutschen das Geschlecht ja hier preiszugeben. Ich glaube, wir hatten auf Twitter neulich mal die Diskussion, was in anderen Sprachen, also teilweise im Russischen, glaube ich, wo ich dann auch noch gezwungen bin, dann auch noch den Lebensstatus, also den Familienstand und andere Dinge noch. Oder in vielen asiatischen Sprachen die soziale Hierarchie zum Beispiel. Genau, die sozialen Hierarchien, und dass das generell auch jetzt in dem Zusammenhang unter allgemeinen Freiheitsaspekten, sag ich mal, erstrebenswert erscheint, die Sprache so weiter zu entwickeln, dass ich halt diesen Zwängen unterliege, eigentlich Dinge preisgeben oder weitergeben zu müssen, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Ja, also das ist schon mal richtig. Also jetzt als diskursive Praxis ist es wünschenswert oder könnte es wünschenswert sein, dass ich nicht dazu gezwungen werde. Was bei Wittgenstein und dem, ob das totaler Quatsch ist, also wie man Wittgenstein auf jeden Fall interpretieren kann, so dass das stimmt, was er sagt, ist, dass alles, was außerhalb der konventionalisierten, stark verinnerlichten sprachlichen Strukturen abläuft, kann natürlich trotzdem gedacht werden, aber es ist klar, dass es schwerer zu denken ist. Also es gibt inzwischen doch genug psycholinguistische Forschung, die zeigt, dass die Strukturen und Kategorien unserer Sprache zwar nicht determinieren, was wir denken können, aber natürlich einen Einfluss darauf haben, was wir leicht denken können und was wir schwerer denken können. Die Frage, also Luise Pusch ist
deshalb auch sehr interessant, weil sie auch immer selber hin und her gerissen ist zwischen der Frage, ob das eigentlich wünschenswert wäre, diese Unterscheidung ganz abzuschaffen, mit genau den Dingen, die Antje heute Morgen zum Teil auch angesprochen hat, dass dann natürlich in dem Augenblick, wo ich gar kein grammatisches Geschlecht mehr habe, diese sozialen Stereotype, das, was weiß ich, Ärzte oder Rechtsanwälte, dass ich dann immer zuerst an Männer denke und bei Krankenschwestern oder Kindergärtnern immer zuerst an Frauen, dass das natürlich dann stärker durchschlagen würde, dass ich sprachlich wieder mich sozusagen eines Werkzeuges beraube, um die Differenz dort, wo ich sie haben möchte, dann doch zu machen. Also das ist sozusagen das eine, sie schwankt immer hin und her. Will sie das eigentlich, hält sie es für wichtiger, den Unterschied machen zu können, aber natürlich dann durchgängig und nicht sozusagen mit dem generischen Maskulinum immer unterordnen? Oder hält sie das für wichtiger, sozusagen, also im Prinzip sozusagen so eine Art Spannungsfeld zwischen einem Differenz-Sprachfeminismus und so einer Art Postgender-Sprachfeminismus? Und das ist sehr, macht es sehr sympathisch und das macht es vor allen Dingen sehr interessant, weil sie mit unheimlicher Detailbesessenheit die Argumente dafür und dagegen und die Probleme auflistet. Also das ist ein unfassbar substanzielles Lebenswerk, was sie vorgelegt hat. Dazu ist es noch sehr lustig zu lesen, weil sie sehr, sehr böse sein kann, auf eine sehr witzige Art. Okay, gut. Ja, die Empfehlung mit Luise Pusch, die kann ich nur bestätigen. Vielen Dank erstmal, das war grandios. Ich habe in meinem Studium auch viel mit feministischer Linguistik mich beschäftigt und das war eine tolle Zusammenfassung. Ich habe immer das Problem gehabt, dass ich in meinem anderen Leben auch noch Philosophin bin und eh schon komplizierte Texte immer schreibe oder versuche, komplizierte Gedankengänge einfach darzustellen und mir dann immer dieses Angestellte und so weiter furchtbar die Sätze noch viel komizierter gemacht hat und ich habe immer da sehr zwischen den Stühlen gestanden und irgendwann eben auch drüber nachgedacht, ich habe für mich dann die Lösung gefunden, die hast du nicht erwähnt, einfach immer abwechselnd solche Strategien gibt es auch noch, genau. Man kann es abwechselnd machen, man kann Alternativversionen natürlich machen, eben wenn es elektronisch ist oder so. Mhm. Genau, also da gibt es auch schöne Möglichkeiten und man hat halt immer diesen Stolpereffekt, der aber nicht so schlimm ist, dass man beim Lesen rauskommt. Sehr gut, ja. Und man es bricht halt so ein bisschen die Sachen auf. Mhm. Ich hatte auch bei den Liquid-Sachen, die du da angemerkt hast, das auch noch dazu hinzugefügt. Mhm. Die waren übrigens nicht gescheitert, weil sie abgelehnt wurden, sondern weil sie das Quorum nicht erfüllt haben. Das heißt, und das ist das, was ich gerade noch sagen möchte, die Ablehnung bei den Dingern war nicht so groß, sie haben noch nicht genug Fans gefunden. Ich denke, man kann da auf jeden Fall auch noch ein bisschen versuchen, Politik für zu machen. Und die Piraten haben sich immer schon dadurch ausgezeichnet, dass sie Probleme auf eine andere Art und Weise lösen. Und ich habe auch keine Lust auf Binnen-I oder was es da so gibt. Und es gibt schöne Überlegungen, man könnte einfach genau, die Open Mind ist der Ort dafür, auch mal ein bisschen rumspinnen. Und wenn die Piraten sich alle einig wären und sagen würden, hey, wir machen es jetzt einfach ganz anders. Und so setetzen wir es dann durch. Das fände ich eine ganz großartige Sache und vielleicht hast du ja Lust, da weiter drüber nachzudenken. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde vorschlagen, dass wir es nach der Bundestagswahl machen, um nicht ganze Wählerschichten abzuschrecken. Ich will zwei Sachen dazu sagen kurz. Die angebliche Kompliziertheit, die durch diese konsequente Beitnennung, egal in welcher Form, in diese Texte hineingebracht wird, die ist sehr subjektiv. Also die lässt sich experimentell nicht zeigen. Die Texte sind nicht schwerer zu verstehen. Die Leute verstehen Texte genauso gut, wenn die diese komplexen Konstruktionen beinhalten. Interessanterweise glauben männliche Versuchspersonen, dass sie die Texte schlechter verstanden haben. Aber sie verstehen sie tatsächlich genauso gut wie die weiblichen Versuchspersonen. Das Zweite ist Luise Pusch, genauso schlecht. Das Zweite ist, Luise Pusch sagt immer, wenn die Leute sagen, ach, das ist aber so kompliziert, dieses konsequente Durchgendern, dann sagt Luise Pusch immer, ja, es ist sehr, sehr kompliziert, die Männer immer mitzudenken, aber sie sind nun mal da und wir müssen das tun. Zu dem Thema Bytenennung, also ich habe mal ein Buch über Unix-Administration gelesen, wo dann durchgängig von der Systemadministratorin Ruth, also RUTH, die Rede war. Sehr gut.